Hallo Freunde und willkommen zur Silvester-Darkside auf Parkbinde-Runde. Und diesem Wahnsinnsfeuerwerk. Lass das mal wirken. Ja. UV, 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 UV. Das Video muss ich in ganz vielen Schritten drehen. Es wird heute vielleicht nicht ganz so, wie ihr es gewohnt seid, relativ flüssig. Da werden viele Teile dazwischen kommen, die ich kurz fassen muss, weil sie einfach sonst ewig dauern. Jedes dieser Segmente dauert seine Zeit und ist auch fast immer das Gleiche. Deshalb lasse ich alles andere schnell durchlaufen und wenn ich was Neues zu sagen habe, geht es wieder in Normalgeschwindigkeit. In meinem letzten Video habe ich mit Gummiperlen die Widerlager für die Volume Fiber gemacht und dem Schnitt ist zum Opfer gefallen, dass unser lieber Alois die Idee dazu geliefert hat. Der hat einen neuen Kanal, bei dem kommen jetzt immer wieder neue Videos. Schaut mal vorbei, ich werde es euch in der Endcard verlinken. Und jetzt fangen wir an zu binden. Los geht's. Vor einer ganzen Weile habe ich mir schon so eine schöne Zange gekauft, um damit Loops und Shanks machen zu können. Dazu noch ein Kilo Edelstahldraht, hier eine Millimeter dicke. Kann man dünner nehmen, kann man dicker nehmen, je nachdem, was man haben will. Die Zange und der Draht haben zusammen vielleicht 50 Euro gekostet, aber dafür werde ich bis an mein Lebensende genug Shanks haben. Ich habe jetzt hier so ein schönes Drahtstück. Und mache mir erstmal eine offene Schlaufe. Einspannen, festhalten, umbiegen, nochmal einspannen und so biegen, dass man eine offene Seite hat. Jetzt stecke ich den ganzen Draht mal kurz durch die Zange und mache mir hier vorne eine geschlossene Schlaufe. Die mache ich mir tatsächlich so, dass die 90 Grad zur ersten Schlaufe steht. Und schon ist das ganze Ding fertig. Wenn das mal nicht gerade wird, ist das unproblematisch. Das kriegt man sofort wieder gerade gebogen. Und schon kann man die Dinger ineinander hängen. Und eine ganze Stange davon zu einer ordentlichen Beastfly verarbeiten. Ups. Da wir davon jetzt etliche brauchen, mache ich die jetzt einfach ohne was dazu zu sagen und verkürze das Video. Okay, jetzt habe ich definitiv genug. Jetzt mache ich mir noch einen Abschluss, womit ich das Ganze mit meinem Haken verbinden kann. Einfach nur offene Schlaufe. Bömi, hältst du mal die Klappe. Einfach nur offene Schlaufe. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und die kann man dann einmal umlegen. Und das Ganze zum Einbinden nachher so benutzen. Ich mache die wieder ein bisschen auf. Das reicht mir völlig aus, um das nachher einigermaßen sauber auf dem Haken einbinden zu können. Da ist jetzt wie so ein Haken dran. Einfach auflegen, festlegen, ein bisschen Sekundenkleber passt. Okay. Jetzt kommt der nächste Teil. Natürlich binde ich wieder alles mit Volume Fiber. Einfach nur, weil es geht. Und in diesem Teil, da sind überall Schlitze drin.
werde ich gleich das ganze Material versenken. Vom ersten Bindeschritt bis zum letzten versuche ich hier reinzukriegen. Ich glaube nicht, dass das Ganze funktionieren würde. Und weil auch das wieder wahnsinnig langweilig sein wird, werde ich das Ganze auch wieder so schnell machen, wie ich nur irgend kann und man trotzdem noch was sehen kann. Es ist immer das Gleiche. Ich nehme weniger als einen Zahnstocher vom Volume Fiber, halbiere mir das Ganze. Dann gibt es eine obere Lage und eine untere Lage. Also immer abwechselnd oben und unten. Auswählen, abschneiden, halbieren. Einlegen, wegpacken. So. Und so geht das von vorne bis hinten. Bei solchen Fliegen, die einfach nur lange dauern, wahnsinnig viele Materialschritte haben, macht sich so ein Ding ganz praktisch. Normalerweise lege ich mir einfach bloß alles auf den Tisch. Wenn man merkt, dass es zu viel wird und dass den Zahnstocher deutlich überstreitet, dann nimmt man ein bisschen was weg. So. Das ist die Tail-Sektion. Das sind die ersten beiden Segmente, die ich binden werde. Und jetzt kommt auf dem Bauch schon das erste Orange rein. Na, nur warum hältst du nicht mehr? Von hinten noch. So. Und Stück für Stück arbeite ich mich dann weiter nach vorne. Beim ersten Segment legen wir gleich mal eine kleine Grundwicklung und dann sichern wir das Ganze mit Sekundenkleber. Das ist zwar jetzt nicht so rutschig wie ein normaler Haken, aber immer noch rutschig genug. Wir könnten jetzt hier wieder Lager mit Solaris machen, aber das geht natürlich auch mit jedem anderen Dubbing. Und da es ja möglichst bunt werden soll, der Fire Tiger, nehme ich jetzt hier ein Dubbing, was auch richtig, richtig UV reflektiert. Wo ist denn meine Lampe? Da ist er. Schon der Teil darf ordentlich UV-Wirkung haben. Den vorbereiteten Teil habe ich euch vorhin gezeigt. Das arbeite ich jetzt einfach von 1 bis zum letzten ab.
die erste Lage schon einigermaßen um den Haken verteilen. Alles umlegen und dann schön dicht an das Widerlager ranwinkeln, damit es sich richtig aufstellt. Der Till soll ja möglichst auch nicht komplett zusammengesunken und einfach bloß in einer Linie liegen. Auch wenn ich den gar nicht oft benutze, freue ich mich, dass ich doch nur einen Whip-Finisher habe. Das werden wir heute oft brauchen. So. Gleich noch ein bisschen Sekundenkleber drauf. Und einsinken lassen. Bei dem Gewicht, die Fliege nachher haben wird, ist es jetzt egal, ob ich den Sekundenkleber wieder runternehme oder drauf lasse. In dem Fall muss ich an der Stelle nicht mehr weiter binden. Deshalb kann der da gleich bleiben. Okay. Und auch hier passiert wieder genau das Gleiche. Grundwicklung legen, Sekundenkleber drauf, einsinken lassen, alles wieder abnehmen. Ein ganz zartes Widerlager legen, denn die ersten Lagen werden nicht sonderlich doll aufstehen müssen. Ich lasse hier vorne zwischen dem Öhr und dem offenen Öhr noch ein ganz kleines bisschen Luft, sodass ich da vorne drauf binden kann. Aber weil die Enden von den Shanks relativ scharf sind, lege ich das Dubbing da vorne gerne dran. Da verletzt man sich den Faden nicht so schnell. So. Den grünen nach oben und Lemon Green auf die Unterseite. Rund um den Haken verteilen, alles umlegen und so festbinden, dass das Ganze zwar aufsteht, aber nicht so wahnsinnig nach vorne. Sonst kriegen wir keine Form hin. Und den nächsten Knoten drauf. Dann hängen wir gleich das nächste Segment ein. Und fangen mit dem Ganzen wieder von vorne an. Eine Grundwicklung drauf. We'll be right back.
das war's jetzt mit dem Tail. Der Rest kommt auf den Haken. Guckt euch mal an, wie sich dieses Ding bewegen kann. Wenn man das einigermaßen fischen kann und das in Bewegung versetzen kann. Ja, das glaube ich, sieht schon gut aus. Voll synthetisch. Nichts kann sich vollsaugen. Es ist schon keine leichte Fliege. Also dabei bleibe ich. Ich würde die nicht unbedingt fischen wollen bei mir an den Bodden. Aber es geht demnächst mal wieder nach Holland. Und da macht die Fliege durchaus Sinn. Wenn man bloß 10 Meter weit schlanzen muss, dann tut sowas Schweres eben auch. Okay, Haken rein. Grundwicklung drauf. Und gleich sichern. Bevor man das jetzt aber abnimmt, legen wir da jetzt einfach mal unseren Hakenadapter drauf. Den Adapter binde ich dann gleich so ein, dass ich ihn noch drehen kann und stelle ihn so aufrecht, wie ich nur irgend kann und sichere das Ganze dann mit Sekundenkleber und ordentlichen Wicklungen. Hier vorne habe ich das Ding so ein ganz kleines bisschen abgekantet, sodass da nichts rausrutschen kann. So. Meine Güte, was eine Schlappe. Ungefähr gegenüber der Hakenspitze kommt jetzt schon das nächste Widerlager. Möglichst mopsig. Da soll jetzt was dagegen liegen. Links und rechts bleibe ich jetzt bei dem Grün. Und auf den Rücken kommt ein bisschen Schwarz. Das ist jetzt wirklich bloß noch für die Kopfpartie. Der Rest soll Feuerwerk sein. Man ist immer ein bisschen versucht zu sagen, Unsinn. Da ich solche fetten Fliegen im Leben nicht bei mir vor der Haustür fischen würde, fällt es mir immer schwer zu glauben, dass man sowas wirklich braucht. Jetzt nur noch den Abschluss. Da kommt bei mir CCD auf den Bauch, also auf die Kehle.
Es passt farblich fast. Und jetzt noch ein ordentliches Packen auf den Kopf. Damit das ganze Ding weiterschiebt. Und dann kommen nur noch Augen drauf. Nach über einer halben Stunde bin haben wir es fast geschafft. Einfach bloß einen Abschlussknoten wieder zwischen die Lagen legen. Faden abschneiden. Nochmal ausrichten, wo was auszurichten ist. Einen Kamm oder eine Bürste nehmen. Den Kopf so weit in Form bringen. Na komm. Und jetzt ist diese Monsterschluffe schon fertig. Das heißt hier schon. Halbe Stunde später halt. Wahnsinn. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich das gebunden habe. In den Kopf. Ein bisschen Sekundenkleber rein. Alles flach drücken. Ich glaube, wenn man den dazu bringt zu flanken, hat man schon gewonnen. Noch ein bisschen Sekundenkleber drauf. Und dann habe ich hier so freundliche chinesische Ghost Eyes. Der eine oder andere wird sie kennen. Die nur noch draufsetzen. Ich fülle jetzt noch die Zwischenräume zwischen den Augen auf. Und zur Sicherheit werde ich die Dinger auch noch überziehen. Aber dafür muss ich irgendwie den Tail hier fixieren. Ein bisschen, ganz kleines bisschen auf die Augen aufträufeln. Und aushärten. Wahnsinn. Wie lang ist das Ding jetzt eigentlich? Wahnsinn. Überhaupt nicht meine Größe. 30 cm lang. Und ihr könnt euch vorstellen, das geht natürlich noch viel länger. Je nachdem, wie viele Segmente man da reinbauen will. Knaller. Hurray! Wir haben es geschafft. 2 Speicherkarten und etwa 3 Stunden später ist die Fliege fertig. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das jetzt gerne. Wir sehen uns dann auch im nächsten Jahr. Jede Woche einmal zur Dark Side of Pike Binderunde. Dieses Jahr wünsche ich euch einen guten Rutsch. Wer das Video erst morgen sieht, gesundes neues Jahr. Ich wünsche euch nur das Beste.
auf das ihr schöne viele Stunden am Wasser verbringen könnt, am Bindestock verbringen könnt, beim Materialbestellen verbringen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns am Wasser. Guckt euch dieses Wahnsinnsding an. Uhu. Na, mal gucken, ob man das gebrauchen kann. Wahnsinn. Man möchte dieses Vieh ein bisschen bescheuert nennen.